Freust du dich schon auf morgen? Ist morgen Samstag? Nein, morgen fängt die Schule an. Verfickte Scheiße. Elizabeth, du solltest nicht unterrichten. Ich glaube, es gibt niemanden, der dafür ungeeigneter wäre. Ich brauche keine Tafel oder ein Klassenzimmer, um ein Vorbild zu sein. Was willst du? Ist das Marihuana? Ja, aber medizinisches Marihuana. Oh, gute Besserung. Hey, Elizabeth. Gehen wir mal einen Happen essen? Noch immer Sportlehrer? Noch immer. Verpiss dich. Klasse. Lief doch toll, okay? Von jetzt an ist mein Fulltime-Job ein Kerl mit dem nötigen Kleingeld zu finden. Hallo. Scott Delacorte. Elizabeth Halsey. Der neue Aushilfslehrer. Geile Uhr. Ist das nicht jeder Lecoultre? Hat mein Opa gemacht. Familienbusiness. Ich liebe es, wie seine Augen funkeln, wenn er lächelt. Ich will auf seinem Gesicht sitzen. Sind Sie und Ihre Frau gerade erst hergezogen? Ich bin nicht verheiratet. Gerade frisch getrennt. Sie hat ein großes Herz. Riesig. Hätte ich neue Titten, würde er voll auf mich abfahren. Aber das kostet ein Schweinegeld pro Titte. Ja, und du brauchst auch noch zwei davon. Wer weiß, vielleicht gewinnst du die Prämie. Scheiß Prämie, wofür? Für den Schultest. Der Lehrer mit dem besten Klassennotendurchschnitt bekommt eine Prämie. Amy gewinnt jedes Jahr. Es wird sich eine Menge ändern ab jetzt. Schluss mit dem Faulenzen. Dieses Wochenende machen wir unsere Autowaschaktion. Letztes Jahr kamen $6,000 rein. Also los. Ach du Scheiße. Mein Vater hat gemeint, wir sollten diese Waschaktion jedes Wochenende machen. So ein Schwachsinn! Na, wer weiß die Antwort? Du, Dickerchen. Ich stehe auf jemanden. Ich finde dich auch echt toll. Danke, es ist Amy. Ich glaube nicht, dass du ihr Typ bist. Wieso? Sie hasst Schwänze. Oh. Wow, warte! Twilight, was hast du in meinem Unterricht gelernt? Nicht zu ihr werfen. Auf sie drauf! Ja, hey, Pfeife! Schreibst du mir was ins Jahrbuch? Wenn du mir den Sack hältst. Ja.